Herzlich willkommen zu Schaefflers Freisinn. Freue mich, dass ihr wieder zuschaut. Heute möchte ich euch etwas über den Rundfunkbeitrag sagen. Denn wir haben ja in Deutschland eine Rundfunkordnung, die einmalig ist auf dieser Welt, die insofern einmalig ist, weil sie ja so viel Kosten und so viel Beitragseinnahmen generiert wie nirgendwo auf dieser Welt. Wir haben eine Rundfunkordnung geerbt nach dem Zweiten Weltkrieg von den Briten. In der Tradition der BBC wurde der öffentlich-rechtliche Rundfunk damals in Deutschland aufgebaut. Das war auch gut und richtig so, denn damals herrschte noch eine analoge Welt. Es gab ARD, ZDF und das dritte Programm. Aber mit der Zeit fand ja die Digitalisierung statt, auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und es wurde die Rundfunkordnung liberalisiert. Inzwischen gibt es 400 Fernsehprogramme in Deutschland, über 270 Radioprogramme. Und die Öffentlich-Rechtlichen haben aber gleichzeitig ihre Angebote wesentlich ausgebaut. Es gibt inzwischen 21 Fernsehprogramme der Öffentlich-Rechtlichen, über 70 Radioprogramme der Öffentlich-Rechtlichen. Also es ist nicht weniger geworden, sondern es ist immer mehr geworden. Und das hat dazu geführt, dass wir inzwischen den teuersten öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf dieser Welt haben. Und gleichzeitig steigt der Unmut der Beitragszahler. Von den 45 Millionen Beitragskonten sind 20 Millionen im Mahnstatus. 1,2 Millionen Vollstreckungsersuchen erlässt der Beitragsservice jedes Jahr. Und das zeigt der wachsende Unmut gegen ja, letztendlich die hohen Beiträge und die Rigorosität des Eintreibens nimmt zu. Und ich glaube mit Recht, denn wir brauchen eine neue Rundfunkordnung, die sich an freiheitlichen Prinzipien orientiert und die auf Freiwilligkeit setzt und nicht die Menschen zu einem Zwangsbeitrag zwingt. Und in dieser Situation kommt jetzt die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten darauf, den Rundfunkbeitrag zum nächsten Jahr um weitere 86 Cent zu erhöhen, dann auf 18,36 Euro pro Monat und pro Wohnung. Und das halte ich für völlig unverhältnismäßig. Es braucht keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk in dieser Form und in diesem Umfang mehr. Und deshalb muss der öffentlich-rechtliche Fernsehen, das öffentlich-rechtliche Fernsehen entschlackt werden. Es muss eigentlich auf seinen wirklichen Kern reduziert werden. Das Prometheus-Institut hat 2015 ein Gutachten vorgelegt von Professor Haukapp, einem der bekanntesten Wettbewerbsökonomen in Deutschland, das einen Vorschlag gemacht hat, wie wir eigentlich zu einer neuen Rundfunkordnung kommen könnten. Und der Vorschlag lautete, dass wir die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten privatisieren, der Privatisierungserlös in eine Stiftung packen und mit diesem Stiftungserlös letztendlich gesellschaftlich relevante Programminhalte beauftragt. Und dann können sich private Sender darauf bewerben. Ja, was kann man sich darunter vorstellen? Beispielsweise Randsportarten, der Behindertensport oder Bundestagsdebatten. Also Dinge, wo eine gesellschaftliche Relevanz vorhanden ist und die öffentlich-rechtlich bestellt werden muss. Ein Rundfunkbeitrag, der 8 Milliarden Euro aber pro Jahr ausgibt, braucht es nicht. Ich glaube sogar, er schadet. Denn wir erleben ja, dass es nicht nur in Zeiten von Digitalisierung immer mehr private und Nischenprogramme existieren, sondern wir erleben auch durch die ganzen Streaming-Dienste, Netflix, Prime und andere, aber auch durch YouTube, dass ganz andere Formate plötzlich entstehen. Nur sie entstehen nicht in Deutschland, sondern sie kommen aus Amerika, sie kommen aus anderen Ländern. Und das liegt nach meiner Auffassung auch im Wesentlichen daran,
dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland so dominant ist, dass die Privaten in diesem Markt eben nicht ausreichend Geld verdienen können, damit sie auch in neue Segmente investieren können. Und deshalb muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk in die Freiheit entlassen werden, damit mehr Vielfalt und mehr Angebot am Markt entstehen kann und dass die Menschen in diesem Land auch entlastet werden. Ich freue mich, dass ihr bei Schaefflers Freisinn dabei wart. Der Anlass war der 70. Jahrestag der Gründung der ARD. Kommentiert diesen Kanal bitte und abonniert ihn, sagt es weiter und bis zum nächsten Mal.